es geht weiter mit Konoha Shinden Chapter 13, der Fluch der Yashin. Mirai hat ziemlich gut gekämpft, aber dann werden die Mädchen, die ihr Geiseln sind, die werden dann bedroht, also kann sie nichts tun und sie überlegt, was würde ihr Sensei oder ihr Vater tun. Dann tauchen aber Kakashi und Gai auf, weil ja, Kakashi hat mitbekommen, dass sie nachts losgezogen ist und er hat sich natürlich Sorgen gemacht und einen Ninken hinter ihr hergeschickt. So, ja, die Mädchen werden dann eben aus der Genjutsu befreit, ein paar andere werden noch erledigt und dann sagt Ryuki zu Mirai, sie soll nicht näher kommen, aber das tut sie dann und ja, er lacht und sagt, ha, wenn jemand sagt, dass man nicht näher kommen soll, dann tut man es ja doch, weil er hat halt so einen auf ängstlich gemacht, aber das war natürlich eine Falle. So, und jetzt wird's richtig geil. Also, es ist halt so, dass sie in diesem Yashin-Symbol drin steht. Und natürlich kann man sich schon ungefähr denken, was passieren wird. Denn, ja, er hatte sie vorher in dem Chapter halt verletzt und deswegen hat er jetzt ihr Blut an seiner Waffe und leckt das natürlich ab. Und es ist nicht genau die Kunst wie von Hidan, sondern eine andere. Das ist auch gut so, weil so ganz wiederholen wäre ja langweilig. Ja, und dann hat er da eben so eine Puppe und er sagt halt, dass er sie damit verflucht. So, sie bekommt dann eben diese Markierung, die er quasi Hidan bekommen hat und die Puppe wird durchstochen. Sie ist dann eben auch verletzt und wenn er sie tötet, kann er ihre Leiche steuern und damit dann eben andere angreifen, wenn er will, ne? Ist klar. So, einerseits ist es natürlich in dem Moment so ein bisschen Rückblick, dass man sich an Asumas Tod erinnert und natürlich nochmal ein bisschen mitgenommen ist und denkt, oh nein, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch, dass man so ein bisschen sagt, okay, jetzt genau dasselbe, das ist ja ein bisschen langweilig und wiederholend, aber obwohl er denkt, dass er gewonnen hat, steht Mirai auf einmal wieder und jetzt kommt eben das Geniale. Weil Mirai hat die ganze Zeit eine Genjutsu benutzt. Und das ist gar nicht mal so blöd gemacht, weil sie hat sich ja erstmal schlau gemacht und wusste, dass die Yashin-Anhänger, dass sie halt mit Blut kämpfen und Blut nutzen. Also war klar, dass sie schon mal vorsichtig war. Und ja, er hat geglaubt, dass er sie im vorigen Chapter verletzt hätte. Aber das ist überhaupt nicht der Fall gewesen. Sie trug nämlich eine Wasserflasche bei sich und die hat er halt eben zerstört. Und da war Wasser aus dieser Quelle drinnen und die hatte halt so einen hohen Eisengehalt. Und das wurde ja vorher auch schon erwähnt. Und deswegen ist es halt so, dass er glaubte, dass es Blut wäre vom Geschmack und ausgesehen hat es halt wie Blut wegen der Genjutsu. Und das finde ich eigentlich ziemlich genial. Also das wirkt schon fast auf so ein Niveau wie ein Sharingan-Kämpfer, könnte man sagen. Weil man auch so gar nicht gemerkt hat, wo das Ganze anfängt. Und es ist nicht so, dass Mirai jetzt total überlegen wäre, wobei man sagen muss, eigentlich wäre sie es schon. Aber er ist natürlich ziemlich hinterhältig. Ja, und dann nutzt er halt Tatsumi und wendet seinen Fluch bei ihr an. Und da kann Mirai dann natürlich nicht einfach so sie angreifen und töten. Und das ist eine wirklich verzwickte Lage.